Wir feiern gern und gebührend unsere Erfolge. Davon haben wir in der letzten Woche einiges gesehen und gehört. Ja, vom erfolgreichen Weltraumflug des Firmengründers Richard Branson und der Diskussion über einen zukünftigen Weltraumtourismus und von der Fußball-Europameisterschaft in London mit dem Pokalgewinner Italien. Sieger sein, das Leben feiern, das sind gute und schöne Seiten des Lebens. Viele Stunden der harten Arbeit, Bemühungen und mentaler Stärke können wir in solchen Erfolgen erkennen. Bei der EM haben wir aber auch gesehen, dass nicht alle froh über den Erfolg der Italiener waren. Buhrufe, Pfeifkonzerte und auch einige unschöne Bilder der Gewalttätigkeit, des Rassismus und der Bedrohung haben wir ebenfalls mit ansehen müssen. Ja, das waren auch Bilder der Menschen, die einfach den Erfolg des Gegners nicht akzeptieren wollten. Menschen mit Frust, Menschen mit Begeisterung. All das können wir interessanterweise auch im Evangelium sehen. Jesus wurde von einigen Mitmenschen abgelehnt. An anderer Stelle sehen wir Menschen, die von ihm begeistert waren. Sie liefen ihm nach, weil sie nach einem Retter suchten. Und in Jesus konnten sie diesen Retter erkennen und ihn als ihren neuen Anführer feiern. So gönnen sie ihm und seinen Jüngern keine Ruhe mehr. Ja, Menschen, die eine positive Erfahrung machen, freuen sich. Sie sind begeistert und geraten doch manchmal außer Kontrolle. Viele Gründe für solche große Begeisterung kennen wir schon. Menschen, die Geld, Gesundheit, Macht und Erfolg haben, werden immer Anhänger haben und finden, wenn sie später nicht mehr so stark und erfolgreich sind, können wir feststellen, wer ihre wahren Freunde sind. An einen Ausspruch von Quintus Ennius, einem Schriftsteller der Römischen Republik, der zwischen 239 und 169 vor Christus in Apulien lebte, erinnere ich mich in diesem Zusammenhang. Den wahren Freund erkennt man in der Not. Ja, die Zeit offenbart uns, wer der richtige und wer der falsche Freund ist. Auch Jesus hatte seine feiernden und auch seine wütenden Fans. Er selbst aber blieb bodenständig und stets ein Freund der Menschen. Er hatte echtes Mitleid mit den Menschen, auch wenn er müde war, auch wenn er von einigen abgelehnt wurde. Ja, er half ihnen. Und er wird auch uns helfen, denn er ist der Freund aller Menschen. Mit ihm wollen wir Erfolge feiern. Mit ihm wollen wir die Siege und Verluste, die schöne und weniger schöne Zeiten unseres Lebens feiern. Ja.
alles bekommt in seiner barmherzigen Liebe neues Leben. Streben wir für dieses Leben und für diese Freundschaft. Gott segne uns dazu. Amen.